Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Undot Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody und ihren Kiddos. Und im letzten Part haben wir ja zum ersten Mal mit Säuglingen gespielt. Ja, jetzt sind wir natürlich dabei, dass die dann schön Meilensteine bekommen etc. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern wir das hier hinkriegen und ob das überhaupt machbar ist, mit überall einen Meilenstein erreichen. Aber das wird schon irgendwie. Dieses Kind heult die ganze Zeit. Das heißt, vielleicht können wir ja ein bisschen was mit dem machen. Oh, Melody ist sehr müde. Vielleicht können wir doch nichts mit dem machen. Vielleicht sollte sie lieber schlafen. Aber vielleicht hat ja irgendjemand anders Zeit. Nee, die sind auch alle irgendwie nicht so ganz happy in ihrem Leben. Aber, achso, jetzt schläft das andere Kind auch. Okay, ich dachte, sonst hätte man das ja wenigstens irgendwie auf so eine Playmat tun können. Aber ja, wenn die schlafen, dann ist das jetzt halt so. Ihr müsst euch noch um eure Fähigkeiten kümmern. Oh, die haben ja... Wow, geil. Und ihr könnt ja zusammen ein bisschen gamen, weil das ist ja auch eine Fähigkeit, die man hier erreichen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie das jetzt noch schaffen bis morgen. Das ist immer ein bisschen blöd. Das Kind hat Hunger. Kümmere ich mich vielleicht da mal drum? Liebt die Wegzeit. Wow, ist vielleicht gar nicht schlecht. Wow, ihr seid so geil. So, dann kannst du das Kind ja erstmal hier absetzen. Dann kannst du erstmal was essen. Dann kannst du ja mal ein bisschen herumtollen. Vielleicht hilft das ja schon. Weil Sozial und Leben haben die ja schon. Erste Male, weiß ich nicht, was man da bekommen kann. Grobmotorik steht hier Kopfheben. Weil zu lange wach ist. Du bist doch noch gar nicht so lange wach. Dann kannst du ja hier Haie machen. Los. Und du kannst ja dann vielleicht schon ein bisschen Bauchzeit machen. Damit wir hier an verschiedenen Dingen arbeiten. Ja, aber sie platzt ja auch bald schon wieder, ne? Oh. Es ist hier alles ein bisschen anstrengend. Please, Bauchzeit zusammen verbringen. Warum ist sie so traurig? Was ist hier los? Okay, das Kind hat sich eingeschissen. Super. Alles normal hier. So, sie dreht ihn um. Okay, Marlon hat sein Projekt abgeschlossen und ihm geht's richtig scheiße. Wie Stan auf jeden Fall. Frühe Midlife-Crisis. Melody hat das Gefühl, als ob das Leben einfach nur vor sich hin plätschern würde. Ein Tag gleich dem anderen und nichts Aufregendes passiert. Vielleicht wird es Zeit für eine Veränderung. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Aber wo sieht man denn die Midlife-Crisis-Sachen? War das nicht eigentlich hier? Oder ist das noch nicht komplett ausgebaut? Ich weiß nicht. Mach einfach Haya, Kind. Erster Windelplatzer. Woo! Ich meine, ist jetzt nicht besonders schön, aber hey, wir haben einen weiteren Meilenstein. Finde nur Feinmotorik und Grobmotorik. Hand nach etwas ausstrecken. Yay! Nur noch Grobmotorik, komm. Er hat gar keinen Bock mehr. Ich meine, ich fühle es hart, aber... I'm sorry. Pete ist ein Frühaufsteher. Und Dylan auch. Er hat auch einen Meilenstein. Yay! Ich sag, wir sind hier gut dabei. So, Dylan hatte schon seinen Blowout, deswegen gehen wir mal eben die Windel bei ihm wechseln. Und wahrscheinlich sollten wir ihn auch mal baden. Und ihr müsst alle aufstehen, weil ihr jetzt noch in die Schule müsst. Also Dylan hat zumindest wieder Spaß. Das ist doch schön. Erstes Schaumbad. Erstes Bad. Yay. Dann bitte einmal gefüttert werden. Das wäre super nett. Und dann legst du das Kind vielleicht wieder ins Bett. Beruhigt sich selbst. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Oh mein Gott, die Wehen haben wir gesetzt. Das ist hier alles zu viel. Ja, dann let's go, oder? Ich möchte nicht. Das ist... Ah. Also ich bin jetzt schon komplett überfordert, Alter. Die Säuglinge... Warum? Warum? Hallo. Hier sind wir wieder. Guck mal, da ist eine neue Assistentin. Toll. Yay. Das Schöne ist, ihre Bedürfnisse werden immer komplett aufgefüllt, wenn sie ihr Kind kriegt. Ich glaube, sonst würden wir ja gar nicht überleben, ey. Ein Junge, weil wir ja noch nicht genug Jungen in letzter Zeit hatten, ne? Komm, wir nennen den Angelo. I don't know. Mir fällt nichts ein. Ein Mädchen! Annie. Dann sind wir wieder volles Haus. Super. Jetzt müssen wir noch 5 Kinder zur Welt kriegen. Die Teenager müssen uns auf jeden Fall noch helfen, weil sonst wird das hier alles ein bisschen viel. Oh Mann, ey. Das ist vielleicht dann ganz gut, dass sie noch einen Tag länger da sind. Warum bist du denn hier hinten? Dieses arme Kind einfach. Oh Mann. Super Noten für euch. Supi. Ganz toll. Jetzt geht's allen scheiße, ne? Midlife-Crisis-Alarm. Na, super. Melody hat die Belastungsgrenze erreicht. Der Alltagstrott hat sie mürbe gemacht. Und jetzt verspürt sie den dringenden Wunsch, ihre Kreativität zu entfesseln. Gute Nachricht, in dieser Phase ist die Qualität aller Objekte, die Melody kreiert, eine Stufe höher. Sieh dir in der Bestrebenleiste die Midlife-Crisis-Wünsche von Melody an und erfülle sie, um die Dauer der Midlife-Crisis zu verkürzen. Die Wünsche sind optional und erfüllte Wünsche werden durch einen neuen Wunsch ersetzt. Street Art beginnen. Ah ja. Gemälde verkaufen, Bonsai trimmen. Meilenstein Lachen freigeschaltet. Yay, aber das bringt uns leider nichts. Mein Gott, die müssen alle unbedingt schlafen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Hilfe. Also wenn jemand nochmal vorbeikommen möchte und uns helfen möchte, der soll bitte einfach vorbeikommen, ja? Also wir akzeptieren das. Ich hab gedacht, das wird hier alles Chillumillo, ey. Nee. Auf der Zielgerade wird's nochmal ganz schrecklich. Ich will nicht mehr. Wir haben vor allem auch einfach keine Zeit mehr für unsere eigenen Bedürfnisse.
Wir haben für nichts mehr Zeit. So, ich lasse Melody jetzt endlich mal schlafen. Das hat sie sich auf jeden Fall jetzt auch verdient. Also Cindy versucht hier zu helfen, indem sie zumindest die Kinder füttert. Oh mein Gott, Julia Mondschein ist gestorben. Ich kann das alles nicht mehr. Alle heulen einfach nur. Abwarten, was geschieht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die werden heute schon wieder nicht gealtert werden können, weil die einfach sich nicht um ihre Fähigkeiten kümmern können. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ja, ich fütter doch alle Kinder hier. Ich bin doch dabei. Ja, noch ein Windelplatzer, super. Also selbst wenn wir jemanden altern können, safe, lassen wir ihn erstmal hier, damit er uns helfen kann mit den Kindern, Alter. Ansonsten funktioniert das hier mit uns nicht. Das hier ist alles so anstrengend, ne? Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht, dass wir hier noch so eskalieren? Ich glaube, das mit dem Meilenstein wird hier auch nichts, weil wir haben einfach keine Zeit dafür. Den geht es einfach permanent nur schlecht. Lass dieses Kind jetzt in Ruhe. Oh mein Gott. Dann heult es halt. Pech. Kannst du dieses Kind jetzt bitte einfach baden? Ich versuche das schon seit locker 10 Minuten in Real-Life-Time, Alter. Lass dieses Kind jetzt ins Bad. Oh mein Gott. Ihr stresst mich alle so sehr. Wow. Toll, und du kackst hier auch schon wieder fast ein. Das Ding ist, die wachen immer alle 2 Sekunden auf. Das heißt, sie sind die ganze Zeit müde. Ich weiß nicht, wo sie morgen soll. Oh mein Gott, Cindy, du bist meine Retterin. Happy Birthday to you. Wir brauchen dich ganz dringend. Nicht kokett, okay. Sie würde gerne Meisterfabrikantin werden. So, und dann gehst du jetzt schlafen. Und wenn sie wach ist, kümmern wir uns dann darum, dass sie uns hilft. Ich meine, die zwei können uns vielleicht auch noch helfen. I don't know. Warum haben die alle permanent Hunger und sind müde, Alter? Was mache ich denn so falsch? Jetzt füttert dieses andere Kind. Oh mein Gott. Jetzt schläft er schon wieder. Warum wachen die denn immer nach 2 Sekunden auf? Hier, du wachst jetzt nochmal auf. Und dann wirst du einfach wieder in den Schlaf gelegt. Und dann soll Melody sich einmal um sich selber kümmern. Okay, es ist jetzt einmal ruhig, weil alle schlafen. Meine Fresse, ey. Jetzt alles dreckig und eklig und... Also Cindy wäre jetzt grundsätzlich am Start. Oh mein Gott, warum wachen die denn jetzt gleichzeitig auf? Greifen freigeschaltet, aber das bringt mir auch nichts. Ach Mann. Ihr braucht Grobmotorik, beide. So, und Cindy kann sich dann einfach mal um Dylan kümmern. Und dann könnt ihr ja vielleicht mal ein bisschen Bauchzeit machen. Nein, 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 nicht übergeben, nein! Nein, Melody, nein, nein, lass dieses Kind in Ruhe. Schlaf doch einfach. Oh mein Gott, warum ist das so schwer? Yes! Oh mein Gott, er ist ready. Happy Birthday to you. Oh, ist das süß. Kleinkinder sind doch deutlich besser. Unglücklicher Säugling. Naja, unabhängig, oh mein Gott, das ist ja noch besser. So, und danach... Geh einfach schlafen, ist alles gut. Junge, geh doch einfach schlafen. Was ist denn mit dir? So, wir brauchen was Neues zu essen. Ist mal wieder soweit. Das Problem ist, es ist schon wieder Freitag. Das heißt, die beiden können jetzt dann gleich auch gealtert werden. Das ist absolut gar nicht gut. Vielleicht kann sie ja mal ein bisschen aufräumen. Über das Leben nachdenken. Ja, ich glaube auch. Also, an ihrer Stelle würde ich jetzt auch über das Leben nachdenken. Vielleicht schaffen wir es ja noch, Pete zu altern, bevor wir die Babys altern, weil... I'm sorry, aber sonst klappt das hier mit uns nicht. Das ist sonst hier einfach zu viel. Außerdem kann man die dann zusammen in den Cars schicken. Er wacht auf und ist einfach direkt unglücklich, ne? Oh mein Gott. Aber vielleicht können wir ja direkt mit ihm... Warum kann ich mit ihm keine Bauchzeit machen? Okay, jetzt kann man dann nochmal zusammen Bauchzeit verbringen. Das wäre sehr schön. Lass dieses Kind in Ruhe. Du hast damit jetzt gerade nichts zu tun. Na los, lern es doch einfach. Dann nochmal, ich kenne da keine Gnade, Leute. Das muss doch jetzt so langsam klappen. Die Post haben wir auch noch bekommen. Lass das Kind in Ruhe. Oh mein Gott. Okay, dann müssen wir Pete wieder ins Bett legen, weil er schon wieder müde ist. Ich ziehe das jetzt heute noch durch. Also ich ziehe das hier gar nicht ein. Leg doch dieses Kind ins Bett. Ja, soll ich die dann einfach schon altern? Ja, ne? Scheiß jetzt drauf. So, einen Unterschied sollte das jetzt auch nicht mehr machen, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ah, alles toll. Super. Also, zappelig hatten wir schon mal. Und das andere Kiddo? Juhu. Vorsichtig. Na gut. Okay, lächeln können sie auf jeden Fall schon mal beide. Vielleicht kannst du mit ihr schon mal Bauchzeit verbringen und du mit ihm, damit wir zumindest mit denen schon mal arbeiten. Warum ist sie traurig? Wir weiter gehalten werden. Okay, dann tu sie hier hinten auf diese Playmat und dann spielt noch mal ein bisschen zusammen. Dann soll sie sich das Spielzeug mal ein paar Mal ansehen. Und er chillt hier hinten. Kannst du hier nachher mit ihm Bauchzeit verbringen? Dann nutzt du die Zeit und schlaf mal einen Moment. Ah, das ist hier alles zu anstrengend. Ohne Witz. Wer hat sich das hier ausgedacht? Ehrlich. Ich meine, Säuglinge sind wirklich süß, aber es ist auch unfassbar fucking anstrengend.
Aber es könnte auch einfach an der 100-Baby-Challenge liegen. Dann schicken wir ihn jetzt mal ins Bett. Auch wenn er noch nicht wirklich müde ist, aber dann kann es zumindest nicht so eskalieren, oder? Okay, das Kind schläft, sehr schön. So, die verbringen jetzt auch nochmal Bauchzeit miteinander. Oh mein Gott, die sind auch Einser-Schüler. Zumindest Marlon. Juli immer noch nicht, wow. Marlon schmeißen wir jetzt aber gleich dann auch raus. Happy Birthday to you. Hui. Er ist kindisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen in dem Haushalt. Und ist ein Tierfreund. Okay, Anni schläft auch, aber ist okay. Er hat durchgeschlafen. Ich habe mich schon gewundert, das dauert nämlich ziemlich lange bei ihm hier gerade. Aber haben wir auf jeden Fall jetzt Zeit, um nochmal auch Zeit miteinander zu verbringen. Er ist nicht müde. Das Kind hat Hunger schon wieder. Aber naja, solange wir hier zwei Erwachsene haben, geht das gerade noch. So, Mutti versucht es nochmal mit der Bauchzeit. Yes! Happy Birthday to you! So, und er ist neugierig und ebenfalls unglücklich. Es tut mir doch leid. Warum haben die jetzt auf einmal eine andere Haarfarbe? Die waren beide schwarzhaarig. Nein! Warum? Naja, dann gehe ich wohl jetzt in den Cars. Jetzt ist die Frage, lassen wir Cindy noch hier? Ich würde sagen, ja. So lange, bis Juli noch nicht gealtert ist, würde ich sagen. Und dann können wir sie meinetwegen rausschmeißen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll wäre. Aber wir behalten sie einfach erstmal noch hier. Aber da wir hier schon wieder gestresst AF sind, das Ganze hat mich hier schon wieder wirklich gestresst. Ich habe 1,5 Stunden aufgenommen. Das reicht jetzt auch. Also ich habe deutlich mehr aufgenommen als sonst. Ja, wir sind alle überfordert hier in unserem Leben. Das Ganze wird hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen wilder, als wir uns das hätten vorstellen können. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für die Säuglinge, gebt sie mir auf jeden Fall. Also ich werde sie gebrauchen können. Ansonsten leiden wir ja gemeinsam weiter. So viele Parts können es ja nicht mehr sein. Aber das Let's Play ist nicht mehr so cozy, wie es mal war. Aber nächstes Mal, wenn wir dann die Teenager rausschmeißen und wir dann 3 Plätze frei haben, werden wir mit Morgan, Amber eine schnelle Nummer schieben. Ansonsten, ja, gucken wir mal, was wir dann sonst noch so erreichen werden. Wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss!